Servus Leute, ich grüße euch. Ich habe von Prologic ein neues Paket bekommen. Es handelt sich um das C-Serie 2-Mann-Bivi. Das ist nagelneu auf dem Markt. Ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal an, wie es innen drin aussieht. Hier kommen schon sofort zwei Stangen drin. Das sind diese klassischen Vorzeltstangen. Dann ist hier, oh, das sieht schon direkt aus wie das Zelt oder der Überwurf. Heringe und ein Spitz mit einem leicht eingefrästen Schraubgewinde und oben durchgehender Metallstift, sodass man auch mal mit dem Hammer draufhauen kann, ohne dass der Plastikblock kaputt geht. Und ich glaube, das wird das Zelt sein und eine sehr leichte Bodenplane. Das Zelt steht, ich habe es aufgebaut. Fürs erste Mal hat es natürlich ein bisschen länger gedauert. Man muss ja immer mal gucken, wie genau sowas aufgebaut wird. Passt aber, würde ich jetzt deutlich schneller hinbekommen. Ist recht einfach aufzubauen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal los. Ich nehme euch mit und wir gucken uns das Ding mal komplett an. Und das Zelt ist ein 190D-Material, zweifach, weil es kommt mit Overwrap. Eine 8000er Wassersäule bringt es mit, völligst ausreichend für alles, was an Regen kommt. Wir haben eine Tür mit einem 2-Rege-Reißverschluss, das heißt, die lässt sich nach oben und nach unten öffnen. Wenn es mal richtig schauert, kann man den oberen Bereich runterklappen und trotzdem rausgucken, das ist perfekt. Wie ihr seht, hat das Zelt eine 2-Stangen-Hauptkonstruktion mit insgesamt 4 Steckverbindungen pro Stange. Ein schneller Aufbau ist damit garantiert und vor allen Dingen ist es auch leicht durch die wenigen Stangen. Zusätzlich für die Stabilität haben wir an den Seiten, wie man sieht, hier einen Frame-Support. Oben haben wir einen durchgehenden Frame-Support, der das ganze Zelt stützt und auf der anderen Seite auch nochmal. Auf der Rückseite befindet sich ein großes Fenster. Hier kriegt ihr ordentlich Durchzug mit hin. Wir haben hier im oberen Bereich Klett, um Routen festzustellen. Und diese Front hier vorne ist komplett aufrollbar. Man sieht es, wir haben hier in dem Bereich so Clipper, wo man die Front mit festmachen kann. Ich habe jetzt die Blumenplane nicht reingelegt, die wäre hier sonst. Man sieht es, wird mit Klett festgemacht bei dem Boden, ganz klassisch. Eine Doppelverbindung, damit Wasser drunter herläuft, das ist gut. Man kriegt hier auch große Liegen längs reingestellt. So sieht das C-Series 2-Mann-Bivi mit Überwurf aus. Ein super stabiles Ding, wie ich finde, durch den Frame-Support und dem Überwurf. Heißt da richtig Druck hinter, da kann auch mal ein Sturm kommen, da passiert nichts. Ich habe den Überwurf problemlos alleine drüber bekommen, das war nicht anstrengend. Ich habe alle Heringe nochmal nachspannen müssen, aber wie ihr seht, dadurch ist es jetzt richtig stramm. Wir haben gerade auch einen leichten Wind am Gehen und wie ihr seht, das drückt auch kaum ein. Das macht Spaß. Wir haben auch keine Kondenswasserbildung mehr innerhalb des Zeltes durch den Überwurf. Das Teil bleibt von innen immer trocken. Die Maße sind jetzt 3,5 Meter in der Breite, 3 Meter in der Länge. Wenn ihr den Überwurf drüber macht, habt ihr nochmal 25 cm extra nach vorne, sind also 3,25 Meter. Und hoch ist es 1,55 Meter, also hier im Eingangsbereich. Ich bin 1,90 groß, ihr könnt es in etwa abschätzen. Ihr könnt euch da drin ganz gut bewegen. Es ist natürlich kein Zelt, wo man sich im Stehen drin umziehen kann. Muss man vielleicht auch nicht immer unbedingt haben. Ich mag es immer ein bisschen kleiner, kompakter, ist weniger windanfällig, sieht nicht so massiv aus und ist natürlich auch deutlich leichter und kleiner im Packmaß. Das ganze System mit Überwurf, mit Bodenplane, mit Heringe, mit Frame Support wiegt 12,7 Kilo. Ich denke, das ist ein Gewicht, mit dem kann man super arbeiten, das fällt kaum auf. Das ist unser C-Series 2-Mann-Bivi mit Überwurf, ab sofort im Handel erhältlich. Schaut es euch an. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Petri Heil, ciao.